Werden wir heute die Produkte von Action roasten? Das könnte gut passieren. Ja, nach dem Haul ist immer auch vor dem Haul. Und wir testen heute die Produkte von Action Part 2. Ja, ich würde sagen, bevor es losgeht und dieses Intro hier länger wird als das ganze Video, let's go mit dem Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt Juicy Time. Ja, ich bin gespannt auf die Produkte heute von Action, die Palette Nummer 2. Und vor allem diese Foundation, die ich gar nicht mich wage, in mein Gesicht zu schmieren. Aber ich tue es für euch, wie versprochen. Und da hatten wir noch was. Genau, dieses Setting Powder, auf das bin ich wirklich sehr gespannt. Und hier habe ich jetzt auch höhere Erwartungen. Ja. Bevor wir loslegen, würde ich gerne nochmal ein Update geben zu den BU-Produkten, weil das ging hier um diese Palette und um diesen Lippenstift und um diesen Lip Liner. Ja, der bärige Himbeerton, dieser einer hier, der sah ja eigentlich ganz schön aus und war auch eigentlich okay pigmentiert, sagen wir so im mittleren Bereich. Der Rest der Töne leider weniger. Und ja, diese Palette habe ich nach der Review am nächsten Morgen dann nochmal gebraucht und bin morgens zur Arbeit gefahren und habe mich morgens damit geschminkt. Im Laufe des Tages hatte ich solche tränende Augen. Ich sah so, so schlimm aus. Das Make-up war komplett ruiniert von meinen kompletten Kollegen. Das war not so nice. Würde ich nie wieder benutzen. Sie riecht zwar kosmetisch, aber irgendwas ist drin, was für meine empfindlichen Augen absolut nicht gegangen ist. Und ich kann diese Palette von BU absolut nicht empfehlen. Keine Empfehlung, das war wirklich, das habe ich noch nie von keiner Lidschattenpalette erlebt, wie von dieser Palette. Also hier ist absolut irgendwas drin, was die Augen so dermaßen reizt, das würde ich mir nicht aufs Lid geben, nicht nochmal. Daher absoluter Trash. Wenn jemand diese Palette geschenkt haben möchte, der darf mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten kommt sie nach einer Woche, nach Erscheinung diesen Videos, in den Trashbeutel. Ja, weiter geht es mit diesem Lip Liner, den ich anfangs eigentlich ganz gut fand. Schaut euch das mal an. Aber den kann man spitzen. Den kann man spitzen. Ich dachte, den kann man nicht spitzen. Ja, auf jeden Fall hat er da unten einen Spitzer dran? Nee. Der hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein Braun mit einem aschgrauen Unterton. Hat sich auch super gut auf den Lippen verblenden lassen. Ist ein brauner Lip Liner von BU. Soft Liner. 548. Okay, wow. Ja, ich dachte, den kann man nicht spitzen, aber ich sehe gerade den würde ich nochmal behalten und nicht roasten, weil der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber die Palette ist ein Graus. Und hier haben wir noch den Lippenstift, der changiert so in ganz verschiedenen Farben. Der ist in Gold, Lila, Silbrig, Rosé. Je nach Lichteinfluss changiert er. Das könnt ihr auch schon so ein bisschen in der Kamera sehen. Ja, ich swatch den auch nochmal. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da habe ich auch ein Bild auf Instagram, wo das die Farbe auch sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Wie gesagt, der changiert halt auch im Licht. Je nach Lichteinfluss. So, seht ihr das? Lila, Flieder, Rosé, Gold.
In diesen Farben jongliert er. Signifikant ist hier das Rosé-Lederstichige. Der ist mega, mega schön. Der ist null plumpy, pappt nicht, klebt nicht, trägt sich sehr gut auf den Lippen. Also ein tolles Tragegefühl. Hat eine schöne Textur, hat eine schöne Formulierung. Den behalte ich jetzt für diese kommende Zeit, jetzt Adventszeit, Weihnachtszeit, Silvester. Gold. Ja, das waren so die drei Produkte. Aber diese Palette, absolut keine Empfehlung. Absolut no. Wer die haben möchte, bitte schreibt mir in die Kommentare. Ja, riecht auch ganz angenehm. Nicht irgendwie stark parfümiert oder so. Genau, aber jetzt kommen wir zu unseren eigentlichen Produkten. Und hier haben wir als erstes die Foundation von Max & More Matte Finish Foundation in der Farbe 126. Ist eher gelbstichig, würde ich sagen. Und leider etwas hell. Ich habe aber mal geschaut. Nochmal bei Action, wie ich einkaufen war. Und irgendwie ist die Farbrange leider sehr schlecht. Es gibt irgendwie nur drei oder vier Farben. Ich swatche nochmal auf den Handrücken. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja. Fühlt sich leicht sticky an, also nicht klebrig, sondern eher so, ne, cakey würde ich sagen. Fühlt die sich an, nicht sticky, sondern cakey. Ne, die sitzt halt auf der Haut oben drauf. Sie zieht zwar leicht ein, man merkt auch, es ist auch Pflege mit drin. Feuchtigkeit, die merke ich, aber die bleibt auf der Haut. Die zieht, also, die legt sich nicht gut auf der Haut. Zumindest was hier im Handrücken angeht. Wir probieren es jetzt im Gesicht. Und da würde ich sagen, ich versuche es erstmal dünn aufzutragen, weil es schon ziemlich Coverage wirkt. Ich habe es auf der Haut, Leute. Tannenbaum in Foundation ist da. So. Ich gebe es mir mal so ein bisschen punktuell ins Gesicht. Ich bin echt gespannt. Die wirkt aber schon sehr ergiebig. Ja, sie fühlt sich schon so ein bisschen pastig an. Ja, mir geht es wieder besser nach der Erkältung. Man merkt es nur noch ein bisschen an meiner Stimme, die ist so ein bisschen angegriffen noch. Aber zu 98% bin ich wieder super hergestellt. So, ja, ist eine sehr matte Foundation. Wie sie ja auch schon verspricht. Die Deckkraft, würde ich sagen, ist eher so Medium Coverage. Könnte man jetzt noch ein bisschen aufbauen, aber mir reicht das so. Ich muss sagen, auf der Haut fühlt die sich noch mal vom Tragegefühl her besser an wie jetzt auf der Hand. Nicht so cakey. Ja, Coverage ist doch nicht so hoch wie erwartet, aber macht mir jetzt nicht so ein schönes, ebenmäßiges Bild, wie ich das gewohnt bin von anderen Foundations. Klar könnte man die jetzt noch aufbauen, aber ich möchte halt nicht so eine dicke Pampe im Gesicht tragen. Mache ich schließlich mit meinen anderen Foundation, die eine mittlere Coverage haben oder nur eine leichte Coverage haben, auch nicht. Und ja, ich würde sagen, ich hole euch mal näher ran und nicht erschrecken. Kommt mal hierher. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich habe nämlich ein Mikrofon dran. Und hier könnt ihr mal sehen, wie die Foundation so sich verhält auf der Haut. Ja, wirkt jetzt nicht klebrig.
Das Matte ist halt auch nicht so meins. Ich bin halt mehr so der glowy Typ, aber das Ebenmäßige fehlt mir halt, was eine Foundation hier zaubern soll. Leider daher für diese Foundation keine Empfehlung meinerseits. Foundation leider nein. Ja, würde jetzt meine Erwartungen nicht erfüllen. Ja, also wie gesagt, für diese Foundation von mir keine Empfehlung, weil ihr seht ja selbst, ne? Also da gibt es wesentlich bessere Foundations, auch von der Drogerie. Ja, nee. Nein, nein, nein. Nope. Gut, dann hätten wir das mit der Foundation. Concealer hatten wir hier keinen. Den benutze ich dann wieder meinen von Dior. Den kennt ihr ja schon zu Genüge. Und das mache ich jetzt einfach auf Kamera, damit das Video nicht unnötig länger wird als nötig. Ja, wie ich den verwende und wie der matcht auf der Haut, das kennt ihr zu Genüge von zahlreichen anderen Videos. Ich würde sagen, bis gleich. So, da bin ich auch wieder zurück. Ja, mit ein bisschen guten Concealer kann man das retten. Die Foundation ein bisschen retten. Ja, so als Ersatz kann man das ruhig mal zu Hause haben, wenn mal die gute Foundation ausgegangen ist. Mit einem guten Concealer kann man schon ein bisschen was davon retten, aber ich finde, die Deckkraft, ich habe hier aktuell auch einen Pickel, Unreinheiten, von was auch immer. Ja, gefällt mir trotzdem nicht. Die Ebenmäßigkeit vermisse ich hier komplett. Auch wenn es mit einem guten Concealer ein bisschen aufwertbar ist, finde ich es nicht schön ebenmäßig. Ihr seht es ja selbst. Auch unter den Augen. Aber da muss ich auch sagen, müsste der Concealer mehr schaffen. Der oxidiert halt auch ein bisschen. Ja. Also den von Dior, der ist zwar ganz gut, aber es gibt einfach bessere Concealer. Ich will jetzt nicht nochmal danach greifen. Ich versuche den aber schon leer zu kriegen. Der war auch ziemlich teuer. Gut, ja, jetzt kommen wir zu dem Produkt, wo ich wirklich sehr gespannt bin. Das ist hier dieses Wonder Melon. Wonder Melon von Go Flawless heißt wohl die Marke. Ja, die Marke ist von Max & More. Go Flawless Wonder Melon Scented Setting Powder. Ja, das soll es wohl auch in Banana geben und in Peach, glaube ich. Ich hatte das jetzt nur in Melon. Peach würde mich schon interessieren. Ja, es wirkt pinkstichig. Wir wollen mal sehen. Ich pack's mal hier einmal auf. Dieses Produkt bin ich wirklich sehr gespannt. Es riecht auch schon sehr melonig. Ja, so gelblich mit einem pinkstichigen Unterton. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das aus dieser Vorrichtung hier überhaupt rausbekomme. Nee, ich brauche hier kurz mal eine Schere. Bis gleich. So, ich habe es geschafft. Ich habe es offen. Es sieht so aus. Es ist gelblich mit einem eher peachy Unterton, würde ich sagen. Peachy. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Jetzt nicht unbedingt wie Wassermelone. Leicht erinnert es schon dran. Aber es riecht fruchtig, riecht juicy. So, wozu diese Vorrichtung hier gedacht ist, da kommt gar nichts bei raus, auch wenn hier so Löcher schon drin sind. Ich habe das jetzt geschüttelt und
gewendet und gedreht, aber es kam kein Produkt raus. Ich gebe mir jetzt mal in diesem Ding etwas Produkt rein. So. Und dann gehe ich mit dem Beauty Sponge unter dem Auge drauf. Oh, wow, wow. So, ich habe das Sättigungspuder drauf, es riecht fantastisch, fruchtig, süßlich, aber nicht zu stark, es bereitet keine Kopfschmerzen, es ist ganz, ganz fein gemahlen und fühlt sich ganz seidig an, ganz fein, fühlt sich ganz gut an. Ja, ich nehme das jetzt erstmal runter. Gibt es eigentlich noch was zu sagen? Es fühlt sich seidig an. Es fühlt sich leicht an. Nicht zu trocken. Ja. Ja, meine Lieben, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Es fühlt sich ganz zart auf der Haut an, seidig, hält schön auf, settet die Stellen, die gesettet werden sollen, ganz gut. Ja, also das absolute Empfehlung, gefällt mir richtig, richtig gut und mich würde auch interessieren, das Banana davon und das Peach. Vor allem das Peach. Konnte ich bis jetzt noch nicht finden. Ich gucke mal bei mir im Shopping Center, wo ich arbeite. Ich glaube, da ist auch ein Action. Vielleicht finde ich es ja dort. Super. Gut. Jetzt kommen wir zu diesem Stück hier. Zu diesem guten Stück hier. So. Und hier haben wir alles von Blush, Bronzer, Highlighter, Lip Liner, Lip Gloss, Lidschatten. Alles noch verpackt. First Impression. Dann würde ich mal sagen, so sieht aus wie die Morphe Palette. Wir haben hier viele Glitter Shades, wir haben matte Shades, wir haben Satin Shades, wir haben wunderschöne Farben. Dieses Peach hier oben gefällt mir richtig, richtig gut. Und vor allem dieses blau-grün-changierende, so einen grünen Unterton, so Petrol, ganz dunkel. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, wir haben viele verschiedene Brauntöne, wir haben Beige-Töne, wir haben weißen Ton, Silber, Grau, Schwarz und 50 Shades of Brown haben wir auch dabei. Und einen gelblichen Ton haben wir auch dabei. Ja, ich bin gespannt. Ich werde jetzt nicht alle Töne swatchen und die Namen werde ich jetzt hier auch nicht vorlesen. Es sind echt wirklich viele. Von den Blushes her haben wir hier ein Korall, auf das bin ich sehr gespannt. Und wir haben einen Pink Blush. Der Pink Blush ist sehr, sehr hell. Das ist der oberste hier. Der hat bestimmt einen pinken Unterton.
Ja, wir haben Highlighter etc. PP. Also, wir haben einen Pink Blush, der jetzt für mich überhaupt nicht so pink aussieht. Der ist sehr, sehr hell, aber der wird bestimmt einen pinken Unterton haben, pinkstichig sein. Wir haben einen Coral Blush, ja. Der Bronzer, das wird, glaube ich, auch nichts. Der ist viel zu hell. Und ein Highlighter. Ja, ich würde mich jetzt erstmal bronzen, wie ich es immer mache. Na, wo habe ich ihn da? So, der Bronzer, der ist viel zu hell. Viel zu hell. Das ist für mich eher ein dunkleres Puder. Könnt ihr das sehen? Ganz, ganz leicht. Der ist auch sehr, sehr hell. Da bringt auch Aufbau nicht viel. Für mich, ich bin jemand, der ist sehr gerne overbronzed. Ja, also ganz zart, ne? Wenn man wirklich was sehr, sehr Leichtes haben will, als Bronzer, wenn man sehr, sehr hell ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn man wirklich richtig, richtig hell ist. Der wärmt schon auf. Fühlt sich auch eigentlich ganz gut an auf der Haut. Ganz leicht. Leichte Textur. Vielleicht wertet er ja hier ein bisschen die Foundation mal auf, weil die Foundation gefällt mir überhaupt nicht. Das Hautbild wirkt auch sehr maskenhaft. Also, nee, das ist absolut nicht meins. Würde ich nicht nochmal danach greifen. Das landet auch für mich in die Trashbag. Wenn das jemand haben möchte, dann auch bitte in die Kommentare schreiben. Wie die Lidschattenpalette von BU ebenfalls das gleiche. Ich baue jetzt hier noch den Bronzer auf, um mehr Wärme reinzubringen. Ich bin doch sehr hell geworden durch das Setting Powder und diese Foundation ist auch sehr, sehr hell. Also ich muss sagen, der Bronzer ist wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn man den mal ein bisschen aufgebaut hat. Auch wenn er sehr im Fenchel sehr hell erscheint, performt er auf der Haut sehr gut. Er hat auch eine sehr, sehr schöne Textur. Könnt ihr das sehen? Mega, oder? Hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre wirklich gar nichts. Doch, das ist schon nice, ne? Ja, es ist einfach die Foundation, die mich auch so kreidig aussehen lässt. Dann durch das Setting Powder und das Ganze noch unterstützt. Auf die Konturpalette von Luvia bin ich auch wahnsinnig gespannt. So, jetzt noch hier verblenden. Also, es lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Ne? Auch wenn man scharfe Kanten zieht, wie ich jetzt an der Nase. Man sieht hier auch noch die Kante. Es lässt sich super gut verblenden. Das kann man wirklich gut machen. Auch oben an der Stirn finde ich es wunderschön geworden. Der Bronzer, der rettet wirklich einiges. Ich gebe es mir nochmal hier auf das Lid. Das mache ich immer so. Wow, also vom Bronzer bin ich wirklich überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube auch Maxim fand den Bronzer nice. Und ich muss sagen, und ich dachte mir schon, wie er den reviewed hat, da habe ich mir so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber doch, der ist wirklich schön. Der ist wirklich sehr, sehr schön und
auch schön natürlich. Gerade so jetzt für die Winterzeit finde ich das schon nice. So, ich würde sagen, Setting Spray nehme ich wieder hier von Max & Moore. Das ist das Fixing Setting Spray. Long Lasting and Hydrating. Den fand ich auch sehr gut. Hat einen schönen Sprühnebel, einen Feinsprühnebel. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Produkte nochmal in sich verschmelzen werden. So, in der Zeit würde ich sagen, mache ich dann mal ein bisschen meine Brows in die richtige Richtung. Und ja, wisst ihr, benutze auch nichts Weltberühmtes. Kennt ihr. Und bin gleich wieder da. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Lidschatten an. Ich würde sagen, wir swatchen erstmal ein paar Töne. Ich werde jetzt nicht alles swatchen. Das Petrol gefällt mir hier besonders gut. Oder sind sehr fein gemahlen im Fändchen. Das Schwarz interessiert mich natürlich immer. Nehmen wir das Gelb, finde ich auch ganz interessant. Gelb-Gold. Oh, das ist ein Gold. Einen schimmrigen Goldton. Und was könnten wir noch nehmen? Hier dieser Puderrosa haben wir. Könnten wir gut als Transition Shade nehmen. Dieses Anthrazit. So, könnt ihr die Swatches sehen? Ja, vielleicht so, liebe Gina, auch nicht. So müsste es gehen. Ja, vom Pigment her hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Aber schauen wir, wie sie auf die Augen performen. Der Bronzer gefällt mir wirklich ganz gut. Wer hätte das gedacht? Ja, was mich noch interessieren würde, wären diese Glittershades hier oben, die halt in größeren Fändchen sind. Gleich oben die erste Reihe. Da haben wir so einen bläulichen. Hier haben wir einen schwarzen, einen leicht goldigen, Rosigold, würde ich sagen. Ja. Und hier einen gräulicheren. Von dem man gar nichts sieht. Den kann man vergessen. So, und jetzt den Rosé-Peachigen. Der ist ganz spannend. Aber das Pigment, glaube ich, lässt hier zu wünschen übrig. Und hier haben wir noch ein kräftigeres Gold. So, und das sind die Swatches. Also das Gold, der letzte, finde ich sehr schön. Der schimmert wunderschön. Der Schwarz, ja, viel Glitzer sehe ich hier nicht. Der Silberige ist auch gut. Den sieht man gleich neben dem Goldenen. Ja. Und noch ein bisschen der rosé-peachige Flamingo, würde ich fast sagen. Naja, das kann lustig werden. Gut, wir nehmen jetzt erstmal einen Transition Shade und da würde ich nehmen. Ich will was mit diesem Peach machen. Dann gehen wir einfach in diesen beigen Ton rein. Kann man nie was verkehrt machen. Kommt überhaupt Produkt raus? Doch, es kommt Produkt raus.
Ja, also vom Transition Shade sehe ich jetzt wenig, aber ich glaube, es ist etwas ein wenig drauf. Gut. Das kann wirklich lustig werden. Gut, dann würde ich sagen, ich würde in diesen Puderrosa reingehen und würde das mit dem gräulicheren Ton vermischen. Das ist einmal der hier, dieser Ton und dieser Ton. Ja. Also jetzt kommt ganz gutes Pigment raus. Auch die Farbe finde ich sehr schön. Wider Erwartens wird nämlich genauso von den Socken hauen wie die Heaven Palette von Max & Moore. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ja, das gefällt mir also schon mal sehr, sehr gut. Für das Auge, andere Auge, würde ich mit dem grün-bläulicheren Ton gerne arbeiten. Deswegen würde ich hier dieses Petrol nehmen. Auch schönes Pigment. Ein wunderschöner Farbton. Ist das nicht mega schön? Also, die Shades sind wirklich ganz gut pigmentiert, zumindest die, die ich bis jetzt benutze. Eine sehr spannende Farbe. Gefällt mir richtig, richtig gut, aber das gefällt mir auch sehr gut. Es ist so bräunlich-rot, aschig-grau. Ich habe ja zwei Shades gemischt. Und die lassen sich auch gut ineinander blenden und verblenden. Ich nehme jetzt mal so einen Blenderpinsel. Und blende das Ganze mal ein bisschen hier aus. Smoke das mal ein bisschen aus hier. Und hier drüben ebenfalls. Wow, also dieser Petrolton, der ist einfach nur. Ja, ihr seht selbst, Pigment ist da. Es lässt sich gut ausblenden, es lässt sich auch gut ineinander blenden. So, jetzt gehe ich runter in diesem. Oh, ja, nee. Ne? Problem ist mit diesem Finger. Dieser Ton. Aber ich muss sagen, die Heaven Palette gefällt mir vom Pigment her viel besser. Die ist natürlich auch sehr schön, aber hier muss man mehr arbeiten. Gerade bei den glittrigen Shades muss man aufbauen. Die lassen sich zwar auch aufbauen. Ich mache mal ein bisschen meinen Finger feucht. Ja, also eine wunderschöne Farbe. Doch, also damit kann man schon arbeiten. Man kann es aufbauen, wie ihr seht.
So, ich würde jetzt noch mal in das Schwarz reingehen, um hier ein bisschen zu verdunkeln. Und wie ihr seht, hat es auch ein super Pigment. Und lässt sie super ineinander blenden und auch schön aussmoken. Ich gehe nochmal ein bisschen in die Lidfalte rein, um hier mehr Tiefe reinzubekommen. Also hier kann man wirklich nicht meckern. Na, also da kann man schon wirklich was miteinander kreieren. Ich finde es mega. Ich finde es richtig, richtig gut. So, und bei dem Petrol, da gehen wir jetzt mal hier rein. Wow. Oha. Also das ist Pigment. Wow. Ich versuche es jetzt hier nochmal. Ja, also Kickback haben wir hier jede Menge, muss ich sagen. Aber es ist der Hammer. Könnt ihr das sehen? Ist das nicht, also das Petrol hier mit diesem grün, schwarz, changierende. Aber hier fehlt mir einfach das Glitter. Hier habe ich das Gefühl, das Glitter ist überhaupt nicht vorhanden. Aber es ist ein sehr schönes Pigment, ist schön ausgesmoked, schön verblendet. Schaut euch jetzt mal das an. Schaut euch die Seite an. Oha, das ist schon nice. Ne? Und auch wieder ganz schnell lässt sich hier ganz schnell ein Look kreieren. So, die Frage ist nur, wie lange halten die Shades? Verblassen die oder verblassen die nicht? Das ist auch natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Viel Kickback im Fenchel. Aber kein Fallout. Nee, kein Fallout. Gegen Kickback habe ich nichts, Fallout habe ich schon was. Ich putze mir mal ein bisschen die Hände ab. Mega. So, für das untere Lid würde ich jetzt benutzen. Für das untere Lid würde ich benutzen für dieses Auge das Peachige hier. Ich mische mal beide. Also Pigment kann man wirklich nicht meckern. Super. Und für die andere Seite würde ich nehmen, auch das Petrol würde gleich wieder beide Farben, das passt einfach am besten zusammen. Schaut euch das an, es ist nicht Hammer. Einfach Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Für das Inner Corner würde ich jetzt nehmen diesen ganz hellen hier. Diesen da. Der ist ganz weiß. Der ist ziemlich matt. Ich suche mir jetzt doch noch mal den silbrigen hier. Nichtsdestotrotz könnten die Glitter-Shades für mich mehr Wumms haben. Für die andere Seite, mein Gott, die sind sehr puttrig auch. Also
Kickback ist übertrieben. Aber ich meine, was will man erwarten von 6 Euro? Mal by the way. Hier würde ich nehmen, das Geld passt hier nicht so dazu, würde ich sagen. Hier würde ich mal diesen blauen, glittrigen Shade nehmen. Oh ja. Der wiederum ist super pigmentiert. Sehr schön. Den gebe ich mir auch noch ein bisschen hier hin. Und den noch dahin. So. So, jetzt machen wir was? Jetzt machen wir Blush. Dafür nehme ich den Korallenblush. Für diese Seite, der passt nämlich perfekt. Wow, der Blush ist mega. Schaut euch das an. Ich habe jetzt ein bisschen tief rein gefasst. Aber der Korallfarbene ist wirklich mega. Passt auch perfekt zu dem Auge. Und wir nehmen den Pinky für diese Seite. Den sieht man gar nicht. Ganz leicht. Den muss man vielleicht auch ein bisschen mehr aufbauen. Die Foundation gefällt mir gar nicht. So, dann wollen wir mal den Highlighter probieren. Aber da machen wir erstmal die Wangen feucht. Ja, Eyeliner kennt ihr. Ich bin gleich wieder da. Ich mache mir mal den Eyeliner drauf. So, da bin ich auch wieder. Ja. Ich gebe mir noch ein bisschen Setting Spray drauf. Und dann gehen wir mal in den Highlighter rein. Ja, also der Highlighter hat so gar keinen Wumms. Auch nach dem Aufbauen nicht. Ja, ist ein ganz leichter Highlighter, eher für den Alltag vielleicht, wenn man ein bisschen Glow haben möchte. Dann kann man das machen, aber als richtigen Highlighter würde ich den hier nicht deklarieren. Den kann man halt vielleicht auch nochmal auf die Stellen auftragen, wo man halt eben heller haben möchte, nach dem Concealer, nach dem Setting. Ja, ganz leicht kann man ihn sehen. Ja, aber viel gibt er leider nicht her. Gut, dann haben wir hier wohl einen Lip Liner in Braun. Sieht so aus, von dem versprechen wir jetzt allerdings auch nicht viel. Und dann haben wir noch so einen goldenen Stift, wozu auch immer der sein soll. Habe ich noch nicht rausgefunden. Max and More. Und mehr steht hier auch nicht. Ich denke, das sind beides Lip Liner. Nee, ganz geschmeidig. Ja, leider nicht so pigmentiert. Habe ich mir schon fast gedacht. Für was der hier sein soll, das frage ich mich.
Der krümelt auch. Der ist mir so goldbraun, aber der gibt gar kein. Naja, nee. Leider die beiden Sachen. Nein, jetzt bin ich mal ganz gespannt auf die Lipglosser. Da haben wir ja zwei. Einmal diesen braunen und einmal diesen pinken. Und das passt eigentlich hier ganz gut zu. Hier würde ich ihn auch ganz gut finden. Ich nehme den, swatche aber beide. Sind beide nochmal mit so einem abgeschrägten Applikator. Ich swatche die mal auf diesem Handrücken vielleicht. So, das ist der pinkstichige. Wow, aber der ist schön pigmentiert, muss man sagen. Also Pigment ist da. Und dann haben wir noch diesen bräunlichen. Als Vergleich. Ja, ein schönes Braun. Passend zu den Herbsttagen. Aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ausgesmokte Petrol und dann dieses Schwarzen. Allerdings fehlt mir hier leider das Glitter, wie im Fenchel. Nee, obwohl der ist matt, aber was hat er da drin zu suchen? Das ist auch so mehr so ein ganz tiefes, tiefes, tiefes Nachtgrün. Ja. Oh, das ist wirklich eine schöne Farbe. Leicht bärig, würde ich sagen. Und mit dem angeschrägten Applikator kann man den ganz, ganz gut an den Stellen bringen, wo er hin soll. Krank. Sick. Mega geile Farbe. Bärig, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich finde, passt zu dem Auge super, aber auch zu dem guter Kontrast. Oh ja, also das ist echt eine schöne Lippenfarbe. Gefällt mir richtig gut. Gut, ich mache jetzt noch den Look fertig und bin gleich zurück. So. Ich bin wieder da. Ja, das sind also die Shades. Pigment ist also da. Ja, ich gebe jetzt mal ein Fazit hier zu den Produkten. Also, die Foundation, absoluter Trash, keine Empfehlung, gefällt mir überhaupt nicht. Würde ich nicht nochmal drauf tragen. Wer die haben möchte, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ich schicke euch die gerne zu. Ja, weiter geht's mit dem Transluce Puder hier, dieses Wonder Melon, das finde ich mega nice. Es ist so fein gemahlen. Das lässt sich gut auftragen, es lässt sich gut wieder runternehmen. Es fühlt sich ganz seidig auf der Haut an, nicht zu trocken. Absolute Empfehlung. Wenn ich das Peach finde, hole ich auch das Peach. Das seht ihr dann im nächsten Video oder in den nächsten kommenden Videos. Absolute Empfehlung. Und das für wenig Geld. Das gefällt mir sogar besser als das Banana Light Powder, was ich schon Ewigkeiten benutze von Make-up Revolution. Banana Light Powder ist, glaube ich, abgelöst. Weiter geht's mit. Was hatten wir denn noch? Den Bronzer, der mich mega überrascht hat. Der hat mich am allermeisten überrascht von allem in dieser Palette. Also der war besser als gedacht. Ihr seht es ja auch. Der zaubert eine so schöne Wärme und ich habe richtig reingehauen. Mega schön. Wirklich richtig, richtig schön. Ja. Als nächstes die Shades. Sehr schön pigmentiert. Gefällt mir auch gut. Nicht alle sind so gut pigmentiert. Wir haben hier aber auch 2, 4, 6, 8 mal 4 sind 36 und dann nochmal 6 Shades sind 42. Wir haben 42 Shades als Fenchel. Die Glitter-Shades könnten wesentlich mehr Rums haben. Rums. Oh, jetzt mal kurz die Kamera aus. Ja,
Ich mit meinen zwei unterschiedlichen Augen, aber das gefällt mir richtig gut. Mag es sehr. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Shades. Ja, gut pigmentiert. Passt soweit. Die Glitterscheiße lassen zu wünschen übrig. Da würde ich mir viel mehr Wumms wünschen. Die matten Shades, ja. Manche könnten auch mehr Pigment vertragen. Andere wiederum haben viel Pigment. Aber die Palette kostet, wie gesagt, 6 €. Da sind zwei Blushes drin, ein Bronzer drin, ein Highlighter drin, zwei Lip Liner, zwei Glosse, den ich mega schön finde. Also diese Farbe ist richtig schön. Und lässt sich auch, trägt sich super gut, ist nicht plumpy, klebt nicht, ja, leicht auf den Lippen, hat einen schönen Sheen. Nicht parfümiert, einfach mega. Die Farbe ist richtig schön juicy, richtige schöne juicy Lips und hat einen wirklich tollen Sheen, toller Gloss. Kann ich mir so gut vorstellen zu vielen verschiedenen Looks. Ja, also wenn es den einzeln geben würde, würde ich den auf jeden Fall holen. Der Braun ist auch ganz nice, gerade so für die Herbsttage, aber ist halt natürlich nur ein Braun und somit auch ein bisschen boring. Genau, zurück zu den Lidschatten. Ja, ich feiere diesen Petrol Nachtgrünton, mega. Gerade zu dieser Jahreszeit echt perfekt. Auch so jetzt zu der Weihnachtszeit. Adventszeit, mega. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dieser Peach-Ton könnte für mich auch mehr Rums haben, aber ansonsten ganz schön. Man kann schon wirklich gute Looks damit schminken. Pigment bei vielen ist da, ist gegeben. Klar, was will man von 6 € Palette mehr erwarten? Ich würde sagen, die in Kombination mit einer Natasha Denona oder mit einer Huda Beauty Palette oder aber, was hätten wir denn noch im Petto? Eine Urban Decay Palette. Da kann man schon wirklich tolle, tolle Mega-Looks damit zaubern. Ja, weiter zu den Blushes. Der Coral Blush. Richtig gut, toll pigmentiert, muss man sogar eher ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, er legt sich wirklich sehr schön über die Cheekbones und ja, mit einer besseren Foundation würde das sogar noch viel besser aussehen. Den Pinky Blush, ja, ganz leicht kann man den wahrnehmen. Ja. Das geht viel besser. So, den Bronzer. Von dem Bronzer bin ich mega überrascht. Den finde ich super. Der ist leicht aschig auch. So ein Braun mit aschigem Unterton. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Schafft Wärme aufs Gesicht. Mit einer hochwertigeren Foundation kann ich mir das sogar noch viel besser vorstellen. Ja, der Highlighter. Eher so zu den T-Zonen zum Aufhellen. Ja, wer für den Alltag nochmal ein bisschen Sheen haben, Glow haben möchte, finde ich das auch gut. Ich swatch den auch nochmal. Man sieht jetzt kaum was davon. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet, bis mein Akku sich geladen hat. Ja, das ist das Maximale. Also. Seht ihr das ganz, ganz leicht und nach einer Zeit ist es auch so gut wie nicht mehr da. Der Highlighter, absolute Daumen nach unten. Ja, weiter zu den Lip Linern. Dieser goldene, weiß ich nicht, was der bringen soll. Der bringt gar nichts. Der gibt auch nicht irgendwie Pigment, aber auf dem Handrücken schon. Mit Nachdruck auf den Lippen eher weniger. Also man braucht dann irgendwie festere Haut.
Ich weiß jetzt auch nicht, für was der gedacht ist, aber damit kann ich leider nichts anfangen. Der Lip Liner, ja, die Spitze ist doch sehr hart, wenig Pigment, da gibt es wesentlich bessere Produkte. Hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Aber das ist das, was ich auch sage bei solchen Kits, wo alles mit drin ist. Das kann in der Regel auch nicht gut sein. Da ist vielleicht das eine oder andere ganz gut, wie jetzt die Lidschatten sind ganz gut, genauso wie die Heaven Palette. Die Heaven Palette finde ich noch mal viel besser. Bei der Heaven Palette sind die Glitter Shades manche, wo ich sagen würde, ja, da würde ich mir mehr Rums wünschen, aber andere wiederum haben diesen Rums. Und hier hat mir das leider so ein bisschen, fehlt mir das ein bisschen. Ja, genau. Lippenstifte hatte ich schon, Blushes habe ich schon, ja. Kann man das machen? Für 6 Euro kann man das natürlich safe machen. Man hat hier definitiv einen Mehrwert von. Alleine von diesen vielen verschiedenen Shades und die Farbrange, mega. Allein der Bronzer und der Korallblush und halt eben die Lippenstifte, das alles einzeln zu kaufen. Und hier inklusive für 6 Euro zu haben, das ist natürlich, ja, definitiv. Finde ich auch ein tolles Geschenk. Jetzt vielleicht auch für die Weihnachtszeit. Glaube ich, kann man wenig für mit anfangen. Auch falsch machen, nicht anfangen. Redefluss. Ja, also man kann damit nicht viel falsch machen und ich glaube, damit kann man super eine Freude machen. Auch zu Weihnachten als kleines Weihnachtsgeschenk. Das ist ein tolles Packaging. Seid ihr auch so Packaging-Opfer, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin es definitiv. Und ich habe schon wieder was geshoppt, was Gold ist vom Packaging. Ich hoffe, der Inhalt auch. Das zeige ich euch im nächsten Haul und auch im nächsten Review. Aber als nächstes Video kommt, glaube ich, das Huda Beauty Video mit der Huda Beauty Lidschattenpalette Video. Und darauf folgt das Temo-Lidschatten-Video? Nee, nein. Denn wir haben ja hier noch eine Lidschattenpalette von Action. Das ist die hier. Die werde ich jetzt natürlich gesondert ausprobieren. Auf die bin ich auch schon mega gespannt. Hat ganz interessante Farbshades hier. Und Blushes. Und ich glaube auch hier ist wieder ein Highlighter, ein Bronzer, ein Peachy Blush, auf den ich sehr gespannt bin. Könnt ihr den sehen? Oh, der ist so mega. Genau, und hier haben wir nochmal Lidschatten. Also Knallerfarben. Der Herbst wird bunt. Die machen wir gesondert. Das kommt als nächstes Video. Quasi als Part 2. Obwohl das wäre ja jetzt eigentlich Part 2-Video, weil wir hatten ja vor kurzem schon mal ein Action. Make-up-Video, dann wäre das Part 3. Schauen wir. Genau. Und daraufhin folgt dann das Huda Beauty-Video und dann das Temu-Video. Und dann kommt nochmal was anderes und zwischendurch mache ich vielleicht noch den Haul, damit ihr schon mal wisst, worum es geht. Ich verrate aber noch nichts. Ja. Gut. Ja, die reviewen wir das nächste Mal. Auf die bin ich auch mega, mega gespannt. Ich finde diesen Lippenstift einfach nur. Die Farbe ist einfach nur. Schreibt mir mal, wie ihr diese Farbe findet. Würdet ihr die tragen? Ich finde die mega. Ich finde die so, so schön. Und ich kann mir die zu so vielen Looks vorstellen. Genau. So, hatten wir alles. Das ein oder andere gute Produkt für wenig Geld, was ihr gut mit anderen High-End-Produkten nutzen könnt, findet ihr bei Action tatsächlich. No joke. So, bevor dieses Video 2000 Kilometer lang wird, würde ich sagen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert das Glöckchen, weil es kommt auch Ende November, Anfang Dezember ein Gewinnspiel für euch, wo es um was geht. Ich habe für euch schon eine Box vorbereitet. Mit den verschiedensten Produkten im Make-up-Bereich, im Skincare-Bereich, in
Es ist ein Potpourri von Kunterbunt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und wenn du das gewinnt. Und ich euch eine Freude machen kann. So kurz vor Weihnachten als kleines Weihnachtsgeschenk und als kleines Dankeschön für eure Unterstützung, für euren Support. Support ist kein Wort. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu wünschen, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis Donnerstag, eure Gina Juicy. Bye.